Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen! Die Fraktion Die Linke stellt den Antrag, keine bewaffneten Drohnen zu beschaffen. Insofern ist das, was dort steht, irreführend. Und ich denke, das, was auch eben von Seiten der AfD dazu gekommen ist, da kann man dazu stehen, wie man will. Aber jetzt zu behaupten, es wäre notwendig, jetzt unmittelbar bewaffnete Drohnen zu beschaffen, weil unsere Soldaten und Soldatinnen ungeschützt sind, das ist einfach eine Lüge. Wir haben bisher das, was möglich ist, für unsere Soldaten und Soldatinnen, die im Einsatz sind, getan. Ich muss allerdings zu dem Antrag selbst sagen, ich hege ja gewisse Sympathien für diesen Antrag. Denn ein Einsatz von bewaffneten Drohnen würde ja bedeuten, dass andere zivile und diplomatische Maßnahmen nicht gefruchtet haben oder weil mit anderen Mitteln, Hubschraubern, Kampfflugzeugen, ein entsprechender Schutz vor Angriffen nicht gewährleistet werden kann. Das stimmt allerdings nicht. Das haben wir bisher für unsere Soldaten und Soldatinnen gewährleisten können. Aber, meine Damen und Herren, die Frage nach einer Bewaffnung von unbemannten Luftfahrzeugen steht derzeit ja gar nicht an. Eine Ausbildung an einer Waffe wird nicht durchgeführt. Und Munition für den Einsatz wird ebenfalls nicht beschafft. Insofern ist das eine Spiegelfechterei, die Sie hier veranstalten wollen. Wir haben gestern im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss die Beschaffung bewaffnungsfähiger, aber unbewaffneter Aufklärungsdrohnen beschlossen, die auch nicht gekauft werden, meine Herren von der AfD, sondern geleast. Die Heron TP ist lediglich als Aufklärungsdrohne ein Ersatz für ein System, mit dem wir seit langer Zeit gute Erfahrungen gemacht haben, nämlich die Heron 1. Und ob und wann die Heron TP zukünftig bewaffnet werden soll, das entscheidet der Bundestag erst dann, und da bin ich ganz froh, dass wir diesen Koalitionsvertrag so gemacht haben, wenn eine angemessene rechtliche, völkerrechtliche und ethische Würdigung stattgefunden hat und diese Ergebnisse dann hier im Parlament beraten werden. Und da gehört es auch hin. Und nichts anderes hat auch der Haushaltsausschuss im Maßgabebeschluss gestern so beschlossen. Dass wir überhaupt die Heron TP beschaffen, liegt daran, dass die bisher genutzte Heron 1 in die Jahre gekommen ist und die gewachsenen Ansprüche an Stabilität, Einsatzdauer und Tragfähigkeit nicht mehr erfüllen kann. Andere vergleichbare Drohnen dieser Leistungsklasse gibt es schlicht nicht ohne Bewaffnungsfähigkeit. Und ob dann der Betrieb günstiger wäre, ist nicht nachgewiesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, nun machen Sie von der Linken es sich ja generell leicht, was Einsätze der Bundeswehr angeht, und lehnen einfach alles in Bausch und Bogen ab, selbst die Vernichtung von syrischem Giftgas. Aber wenn wir schon unsere Soldaten und Soldatinnen in Einsätze schicken, dann wollen wir ihnen dazu auch das bestmögliche Material zur Verfügung stellen. Und natürlich machen wir uns bei der SPD Gedanken, welche Konsequenzen es hätte, wenn ein solches unbemanntes System zusätzlich noch bewaffnet wäre. Bereits letztes Jahr stand die Entscheidung über die Heron TP an, aber im vertraglichen Umfang deutlich über der jetzigen Vorlage liegend. Damals ging es bereits darum, im Grunde genommen die Ausbildung mitzumachen und alle Voraussetzungen für die Bewaffnung. Das haben wir damals nicht mitgetragen und sind froh, dass wir jetzt diese Trennung haben zwischen der Beschaffung bzw. dem Leasen der bewaffnungsfähigen Drohne und die Fragen, die einfach auch damals offen geblieben sind, jetzt wirklich auch zu klären. Offen geblieben ist damals, wann diese Drohnen überhaupt eingesetzt werden sollen und wofür und in welchen Szenarien die Verteidigungsministerin diese entsprechend einsetzen möchte. Diese offenen Fragen werden aber, bis die Bewaffnung jetzt tatsächlich zur Entscheidung ansteht, geklärt und beantwortet. Da bin ich mir sicher. Und dann werden wir uns als SPD-Fraktion entsprechend positionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
dass diese Frage so kritisch ist. Das hat einfach damit zu tun, dass in unserer Bevölkerung einfach immer wieder die Erinnerung da ist, wie auch bewaffnete Drohnen auch von Seiten der USA eingesetzt werden, wo wir an vielen Stellen ein Fragezeichen dahinter machen, ob das, was da geschieht, völkerrechtlich einwandfrei ist. Ich mache für mich dieses Fragezeichen ganz, ganz groß dahinter. Und das ist eine der Fragen, die wir auch in der Anhörung vor einigen Jahren nicht wirklich geklärt haben. Sondern genau diese Frage ist offen geblieben. Wie wird das bewertet? Ist die Stelle, wo jemand sozusagen am Boden den Befehl gibt, das Ding abzuschießen, dann der Punkt, wo auch möglicherweise ein Angriffsziel ist? Und um diese Frage dürfen wir uns auch hier nicht herummogeln. So, was uns aber mit diesem Antrag noch mal wichtig ist, noch mal drauf zu gucken, ist die Frage, wie wird sich denn die Frage der Autonomie dieser Waffen entwickeln? Wir haben die Entwicklung der Autonomie bei Waffensystemen generell und nicht nur bei der Drohne. Völkerrechtlich entscheidend ist bei einem Waffeneinsatz, wer handelnder ist, also wer einen entsprechenden Befehl gegeben hat. Denkbar wäre, dass der Computer einer bewaffneten Drohne mit zu bekämpfenden Zielen programmiert wäre und diese nicht nur beobachtet, sondern selbstständig auswählt und bekämpft, ohne dass darüber noch ein Mensch die Kontrolle hat. Und damit habe ich ein Problem. Diese Entwicklung halten wir von der SPD für grundfalsch und lehnen sie ab. Und da ist klar, dass jederzeit eine menschliche Kontrolle über diese Systeme gewährleistet sein muss. Und aus den genannten Gründen setzt sich unser Außenminister Heiko Maas und das Auswärtige Amt seit Jahren aktiv dafür ein, dass autonome Waffensysteme in internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge einbezogen und völkerrechtlich verboten werden. Besonders tun wir das in den Verhandlungen bei den Vereinten Nationen im Rahmen des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen. Dabei soll ein möglichst weitgehendes und viele Staaten wie möglich einbindendes Abkommen zur Ächtung entsprechender Systeme erreicht werden. Und für uns hat die Passage im aktuellen Koalitionsvertrag zentrale Bedeutung, die sagt, autonome Waffensysteme, die der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie weltweit ächten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in diesem Hause dazu eine andere Position hat. Und selbst Angehörige der Bundeswehr äußern immer wieder, dass sie einen solchen Grad von Autonomie ablehnen, bei dem die menschliche Verfügungsgewalt nicht mehr gewährleistet ist. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die deutschen Positionen in diesen CCW-Verhandlungen könnten noch mehr Überzeugungskraft haben. Notwendig dazu sind eine Klärung der konzeptionellen Fragen des bewaffneten Einsatzes, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die zu klären sind, und eine schriftliche Positionierung, welcher Grad von Autonomie in Waffensystemen für rechtlich einwandfrei gehalten wird. Und wenn die heutige Debatte auch am späten Abend zumindest dazu einen konstruktiven Beitrag leistet, dann wäre Ihr Antrag hilfreich. Zustimmen können wir dennoch nicht. Vielen Dank, Gabi Weber. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion.